darf euch herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel an diesem 30. Spieltag in der Fußballregionalliga West, SC Werl gegen den 1. FC Köln 2. Wir haben die Spiele heute mit 0:2 verloren vor 459 Zuschauern. Ich freue mich, dass Stefan Engels da ist als Trainer unserer Gäste aus Köln. Und unser Trainer Andreas Golombek ist natürlich auch da. Endstände kümmern wir uns gleich drum. Wir kommen jetzt erstmal zu den Statements nach dem Spiel, wie wir das kennen von unseren Trainern. Und Stefan Engels hat bitte die ersten Worte für uns. Dankeschön. Ja, ich glaube, dass wir heute einen verdienten Sieg mit nach Hause nehmen. Ich glaube, wir waren von der ersten Minute an frischer. Wir waren laufbereiter, haben uns direkt in den ersten 10 Minuten schon 3 richtig gute Chancen erarbeitet, auch rausgespielt. Nutzen die nicht und ich habe in der Halbzeit nochmal gesagt, wir können uns heute hier nur selber schlagen, wenn wir dumme Fehler machen. Ich weiß nicht auf der Gegenseite, ob die Situation war, ob es ein Elfmeter war, aber das wäre so eine Geschichte gewesen. Mit langen Beinen geht man nicht dahin und wenn ein schlauer Stürmer da vorbeikommt, der lässt sich dann fallen. Ich habe es nicht genau gesehen und dann haben wir dann Elfmeter bekommen. Ich glaube, da kann man auch, da muss man sagen, das war einer, ohne Wenn und Aber. Das macht der Boss richtig gut, er schneidet noch vor den Spieler. Nach dem 1-0, denke ich, haben wir es dann nach Hause gefahren. Wir mussten noch das zweite, das dritte, vierte vielleicht machen, aber dann wäre es auch des Guten zu viel gewesen. Wir freuen uns, wir haben jetzt 6 Punkte in der englischen Woche geholt. Wir haben auch am Mittwoch nach der roten Karte gegen uns, gegen Fortuna Köln, bewusst nach 60 Minuten in Unterzahl bewusst Luft rausgenommen, da haben wir bewusst auf Ergebnis gespielt, auf Ankommen. Da haben wir sicherlich Kraft gespart, wir haben da nicht den letzten Power gegeben. Das ist uns heute sicherlich zugute gekommen. Und ich denke, dass es ein verdienter Sieg heute ist. Dem SC Verl und besonders seinem Trainer wünsche ich alles Gute. Und wir sehen uns dann nächstes Jahr. Ich glaube, wir sind durch jetzt. Dankeschön. Dankeschön. Ja, erstmal Glückwunsch natürlich zum Sieg. Und ich glaube, der Kollege hat das schon richtig erwähnt, dass der Sieg in Ordnung geht. Köln war von Anfang an frischer, hatte viel mehr bei Sicherheit, bei Kontakte, gute Pässe. Wir waren so ein bisschen, gerade erste Halbzeit sind wir überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Vielleicht kann das sein, dass Köln sich da schon konnte gegen Fortuna und dann auf Ergebnis gespielt hat. Wir mussten ja in Lippstadt da wieder hinterherlaufen und alles gegen und danach das Pokalspiel da 120 Minuten. Aber trotzdem ist das keine Ausrede, weil dann, wenn das Spiel anfängt, muss man ja ein bisschen fit sein. Wenn man zum Schluss da ein bisschen einbricht, ist das eine andere Sache. Deswegen, wir waren überhaupt nicht da. Zweite Halbzeit standen wir ein bisschen besser, haben dann auch wenig zugelassen. Und ich habe gedacht, so in den letzten 20 Minuten, das bleibt 0-0, da haben beide natürlich auch ein bisschen zurückgeschraubt, weil doch das Wetter doch ein bisschen wärmer wird langsam. Und dann habe ich gesagt, wer das Tor macht, der wird wahrscheinlich das Spiel gewinnen. Dann haben wir eine halbe Chance, vielleicht zwei, drei halbe Chancen mit Putsch im Kopfball und ein oder andere, aber nichts Richtiges. Das Einzige ist wirklich dieser Elfmeter an René Hecker. Wie gesagt, den muss man nicht pfeifen, aber den kann man pfeifen. Und auf der anderen Seite wird er eben gepfiffen, Elfmeter, dann verliert man das Spiel, aber wie gesagt, der Schiedsrichter hat das so gesehen und dann liegst du 1-0 zurück, musst natürlich dann aufmachen, machst eine Dreierkette, da verhalten wir uns dann auch nicht clever, weil wir eigentlich am Ball sind, spielen eigentlich den abgewehrten Ball zum Gegner und dann machen sie das auch wirklich gut. Nicht überhastet, sondern bis an die Grundlinie quer gespielt und das 2-0. Ich glaube auch in Köln am Anfang, ihre Kontermöglichkeit mit ihren ganz schnellen Leuten, da besser ausgespielt hätten, wären wir vielleicht schon ganz am Anfang zurückgelegen. Aber dann hätten wir wirklich noch die Möglichkeit gehabt, nochmal zu sagen, wir müssen nochmal was. Und dann kurz vor Schluss eben diesen Elfmeter, ist immer schwierig, dann nochmal ins Spiel zu kommen. Es gibt immer wieder gute Spiele, es gibt mal schlechte Spiele. Wir verlieren alle sehr ungern. Und das sind doch viele, die jetzt vielleicht unzufrieden nach Hause gehen, weil bei so einem schönen Wetter möchte man am liebsten natürlich gewinnen, weil das Bier besser schmeckt. Aber da müssen wir uns leben und jetzt spielen wir am Freitag in Essen. Das wird natürlich auch ein Highlight, weil ich glaube, dass da auch ein paar Zuschauer sind. Ja, ich glaube auch Köln ist durch, haben in den letzten Wochen gezeigt, dass es sich wahnsinnig entwickelt hat, die junge Mannschaft, also ein paar richtig gute Talente dabei. Ich wünsche trotzdem für die nächsten Spiele alles Gute und dann sehen wir uns dann im nächsten Jahr. Ganz herzlichen Dank. Danke, Fragen von den Pressen natürlich. Ja, eine Frage ist hier.
vergangenen Jahr, wie eben gesagt, wir sehen uns im nächsten Jahr hier. Heißt das, dass es vom 1. FC Köln keine Überlegungen gibt, die zweite Mannschaft nicht zu melden? Also ich habe einen unbefristeten Vertrag bei dem Verein. Ich glaube nicht, dass sie sich das erlauben können in der finanziellen Situation, dass sie mich da nicht als Trainer mehr haben. Aber Spaß beiseite. Unsere Mannschaft, wenn man unsere erste Mannschaft sieht mit Timo Hort, mit Jonas Hector, mit Yannick Gerhard, mit Adam Matischik, ich glaube, es sind noch ein, zwei dabei, die sind alle über diese U23 gekommen, oder wir nennen uns ja jetzt U21. Und ich denke, gerade der 1. FC Köln ist nicht in der Situation, dass man diese Mannschaft abschaffen kann. Bei einem Champions League Teilnehmer ist das vielleicht eine andere Geschichte, aber ich glaube, wir haben zuletzt mit 3A-Jugendlichen in der Viererkette gespielt in Oberhausen. Und ich glaube, diese Regionalliga West ist eine richtig starke Liga. Und die wird nächstes Jahr noch stärker. Und für mich gibt es keinen Zweifel daran, dass unsere Top-Talente, die U19-Spieler, nicht in der A-Jugend spielen, sondern bei mir. Und dann ist das für die nochmal eine ganz, ganz andere Ausbildung als in der A-Jugend Bundesliga West. Und deswegen werden wir nicht auf diese Mannschaft verzichten. Danke. Gut. Weitere Fragen? Bitte schön. Ja, zur Leistung von Jeremy Fiebel, Ihrem Sechser. Wie fandest du? Ja, er hat wie immer ein überragendes Laufpensum geliefert. Er hat Bälle gekämpft auf dieser Position. Er hat zerstört, er hat Kopfbälle gewonnen, zweite Bälle gewonnen. Und deswegen haben wir einen Vertrag verlängert mit ihm. Der ist auf einem richtig guten Weg und ich glaube, dass er nur noch dieses eine Jahr bei uns ist und dann sicherlich in der dritten oder zweiten Liga mindestens landet. Aber heute hat er auch wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Gut. Okay, keine weiteren Fragen. Ganz kurz, oder? Nein. Endergebnisse von heute. Schalke gegen Lotte 0:1. Aachen gegen Wiedenbrück 3:1. Oberhausen gegen Viktoria Köln 1:1, Uerdingen gegen Siegen 0:4, Velbert gegen Bochum 0:0. Bei uns geht es, wie Gott eben gesagt hat, Freitag weiter bei Rot-Weiß Essen, Freitag 19:30 Uhr, nächstes Heimspiel heute in 2 Wochen gegen Lotte. Euch eine gute Heimreise nach Köln und alles Gute für die Zukunft und euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.